So, und da kommt schon die nächste Musik von Monkey Island. So. Dann könnte man im Prinzip hier die Ecke weiterführen. Da muss ich das Gras da wegmachen. So. Jetzt ist die Frage, ob wir hier dann so schräg lang gehen. Oder ob ich dann quasi so große Stufen mache. Also das wäre jetzt die eine Möglichkeit. So. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, wie ich das jetzt so finde. Vielleicht dann doch eher so. Ja, wobei so auch jetzt nicht so schön ist. Man könnte das hier vielleicht noch so machen, dann hätte man hier eine große Ecke. Und dann macht man aus der hier einfach einen Abstieg. Einen sozialen, der geht dann hier runter. Machen wir hier so ein paar Treppen hin und so. Haben wir hier irgendwo eine Werkbank? Ja, da muss eine sein. Genau. So, dann machen wir kurz ein paar Treppen. Na, so, so. Zack. Früher, das weiß ich noch, ganz, ganz am Anfang, als ich Minecraft gerade neu hatte, da wusste ich nicht, wie man aus dem Wasser rauskommt. Das war total irritierend. Man das ja auch nicht einfach von alleine wissen kann, wie man aus dem Wasser rauskommt. Und stand ich natürlich im Wasser drin. Und das war auch nicht tief, das war ein Block tief. Also quasi, als wenn man jetzt hier so wäre. Und ich wusste aber nicht, wie man springt, beziehungsweise ich wusste nicht, dass man im Wasser springen kann. Und dann habe ich mir im Wasser eine Werkbank gebaut und dann habe ich mir eine Treppe gebaut im Wasser und bin dann diesen einen Block so nach oben gegangen, weil ich echt keine Ahnung hatte, wie ich sonst aus dem Wasser rauskommen soll. Aber sowas gibt es hier auf jeden Fall in Wirklichkeit, so Stufen, die einfach das Wasser runtergehen. Ich habe keine Ahnung, wofür die sind, aber das habe ich auf jeden Fall in Bremerhaven schon gesehen und in Irland auch. Ziemlich cool übrigens, nach Irland zu fahren. Ziemlich geile Sache. Lohnt sich auf jeden Fall. So. Mache ich mal kurz da ein bisschen Krams weg. Dann kann ich nämlich da die nächste Treppe hinsetzen. So. Und dann kann ich hier auch noch eine hinsetzen. Mach das mal lieber mit der Schaufel. Das geht ein bisschen schneller. Zack. So. Und jetzt kann man hier schön als Taucher die Treppe hochlatscheln. Ganz wunderbar geht das. Und hier kommen dann noch Türen rein. Habe ich noch? Ja, Schaufeln habe ich noch. Gut. So, das wird dann wahrscheinlich, mache ich dann hier, können wir uns ja überlegen, ob wir hier tieferen Boden reinmachen oder den so lassen. Ich mache jetzt mal Fackeln hin. Zack. So, da wird dann natürlich auch ein tieferer Boden rein. Ein tieferer Sinn steckt hier hinter dem Boden. So. Mache ich hier auch zwei Fackeln rein. Einfach nur, damit da nichts drin spawnt. Und dann machen wir die später fertig. Erstmal können wir noch... wir müssen jetzt eh eigentlich zurück, um noch weiter... weiteres... Dings zu holen. Vielleicht ist ja mittlerweile mal unsere Farm ein bisschen gewachsen, dass wir da mal einen richtigen Ernteversuch machen können. Das wäre cool. Das wäre ziemlich cool. Das wäre cool. So, hier fängt der Weg an. Das ist praktisch. Dumm, die dumm, die du. So, da ist ein Kakaoschaf. Sehr gut. Die heißen übrigens so, weil man die ja früher, Schafe, also um braune Wolle zu bekommen, braucht man ja bekanntlich Kakao. Das ist ja in echt auch so. Und deswegen waren braune Schafe immer total heilig in Minecraft früher, weil ja Kakao mega selten war. Und also Kakaobohnen. Und deswegen hat man immer mit dem Kakao, was man hatte, sich natürlich keine Wolle braun gefärbt, weil dann war das ja weg. Und dann hat man so viel verbraucht dafür.
Und deswegen hat man die sich immer schön eingespart. Und schließlich habe ich den Faden verloren, aber das tut nichts zur Sache. Weil ich habe gerade entschieden, dass es gar nicht wichtig war, was ich sagen wollte. Genau, ich wollte nämlich hier den Kack-Clay reinschmeißen und dann hier ein bisschen Dirt rein. So, Dirt ist drin. Der Flint kann hier bei die anderen Flints. Hier muss auf jeden Fall der Kram noch in den Ofen. Ach, die sind noch gar nicht fertig hier. Ist ja läppsch. Ja, was können wir da noch machen kurz hier? Ups. Es ruckelt mir gerade ein bisschen zu stark, ehrlich gesagt. Bin ich etwas traurig drüber. Aber das ist nun mal so, da kann man nichts dran ändern. Ne Hund, da kann man nichts dran ändern. Das ist halt so und das ist halt so. So. Ah, mir fällt was ein. Ich könnte nochmal kurz hier mir die Dinger schnappen und mal gucken, ob wir hier eigentlich mittlerweile... Ja, wir haben hier noch ein Gatter und noch ein Gatter. Gut, gut. Ich frage mich gerade, ob ich die Kühe hier reintun soll oder die Kühe hier reintun soll. Ich glaube, ich tue die Schweine hier rein, weil das ist immer so näher beim Haus und die Kühe kriegen mal ein bisschen mehr Freilauf. Haben wir denn eigentlich Weizen? Abdullah Weizi, haben wir den in unserer Frühstückstruhe hier drin? Nee. Ist ja blöd. Ist natürlich jetzt sehr blöd, aber eigentlich müssen wir jetzt langsam mal ein Erntedings machen, damit wir ein bisschen Weizen haben. Vielleicht können wir hier, genau, das mache ich mal gerade. Sekunde. Zack, die hier wieder rein. Nehme ich mir mal gerade ein paar Knochen. Mach mir daraus Knochenmehl. Zack, 27 Stück. Das reicht hoffentlich. Haben wir hier eigentlich auch noch Knochen drin? Nee, haben wir nicht. So. Dann gehen wir mit dem Knochenmehl hier aufs Feldi. Und machen einfach mal hier schön ein bisschen Schieten. Zack. Ein bisschen hier den Pflanzen zum Wachstum verhelfen, zum richtigen. Zack. Hier noch und hier noch und mehr noch und da auch noch und da noch und da noch und einmal runterhopsen und dann hier noch und da auch noch und hier der und der hier sowieso. Den hier haben wir noch und dann haben wir den hier als letzten. Und jetzt haben wir ein komplett fertiges Feld, was jetzt nur noch geerntet werden will. Und das machen wir jetzt einfach mal. Zack. Jetzt kann ich euch allen beweisen, dass meine ganzen Theorien, wo ihr mich ausgelacht habt und naja, eigentlich hat niemand gelacht, weil niemand zugesehen hat. Aber jemand hätte gelacht, wenn er gesehen hätte, wie ich hier alles baue. So, hier führt der Redstone immer noch wunderbar darunter und hier zu dem Dingsens. Zu dem Olli Dingsens. So, dann drücke ich mal gerade den Schalter und verpiesel mich mal kurz nach oben. Und da sieht man hier auch schon, warte. Wie alles hier, da hat gerade mein Handy geklingelt, also SMS-Ton, Facebook-Plop quasi. Sieht man von hier oben vielleicht noch besser. Genau, alles wird überschwemmt von der Wassermasse. Wassermasse. Und die unaussprechliche Wassermasse wird jetzt die ganzen Items alle nach unten befördern. Das ist unglaublich, aber wahr. Wir können uns das hier nochmal detailgenau ansehen. Zack, da verschwinden gerade die letzten Items. In dem Trichter, sie fallen rein und verschwinden und die gehen natürlich an keinen anderen Platz an als unseres lieben, oh, ich habe mein Schwert weggeworfen, beim vielen Reden und Kauderwelschen ist mir meine Schlagwaffe abhanden gekommen. So, jetzt können wir wieder zurückdrücken. Das Wasser müsste sich jetzt
eigentlich wieder verpieseln, ne? Das müsste... Genau, das ist jetzt wieder schön eingekesselt da. Genau so, wie es sein sollte. Und jetzt müsste hier der Wagen gleich vorbeikommen. Glaube ich, hoffe ich. Kommt der vorbei? Wagen? Hallo? Wagen? Hm. Okay, auf jeden Fall müsste dann, wenn er schon vorbei gewesen ist, dann müsste jetzt in dieser Kiste hier etwas sein, was wir uns schon seit Jahren begehren in Minecraft. Und zwar fühlt sie sich gerade mit wunderbaren Körnern aus dem Trichter, der da drüber ist. Und da das alles so wunderbar funktioniert hat, erwarte ich jetzt einen tosenden Applaus. Dankeschön, Dankeschön. Ja, danke. Es hat einfach so wunderbar funktioniert, meine Idee hier. Das ist echt, also die ist bestimmt von mir selber und das hat noch nie vorher jemand gemacht. War das denn jetzt hier schon alles? Ich meine, 6, das kann doch nicht sein. Das sind doch mehr als... Oder nicht? Also da muss ich jetzt mal gerade nochmal kurz hier ein bisschen überprüfen. Ach, vielleicht ist das... Vielleicht dauert das einfach so lange, bis das aus dem Trichter da oben rausgekommen ist. Das kann natürlich... Ja, das kann sehr gut sein. Okay. Nehme ich die jetzt manuell mit. Aber theoretisch müssen wir dann darauf achten, dass... Tropfen sehen komisch aus. Müssen wir darauf achten, dass wir das ganz lange anlassen quasi, damit das ganze Zeug alles schön auch in den Wagen reinkommt. Sonst erfüllt das nämlich nicht ganz seinen Zweck. So. Aber das ist ja jetzt erstmal egal. Dann machen wir so. Und... da müssen wir jetzt eigentlich mit den Samen wieder rausgehen und die einsäen. Und die hier nehme ich mit um ein paar... Ach nee. Ach, ich bin so ein Idiot, ey. Das gibt's gar nicht. Da muss ich jetzt extra Weizen... Ey, pff, da baue ich jetzt extra Weizen an. Und jetzt fällt mir auf, Schweine kann man ja gar nicht mit Weizen anlocken. Ich Profi. Da brauchen wir Möhren für. Hat du Möhrchen? Hat du Möhrchen? Aber wir haben ja Möhrchen, glaube ich, ne? Haben wir Möhrchen? Ja, wir haben auf jeden Fall letztes Mal in der letzten Aufnahme auf jeden Fall Möhrchen mitgenommen. Also wir haben 2 Möhren, okay. Dann nehme ich mir mal eine mit. Als Anlockungsmaterial quasi. Für zum Beispiel dieses Schwein da hinten. Ja, das mache ich, glaube ich, jetzt sogar. Ich gehe mal da zu dem Schwein hin. So quasi Schweinehirtmäßig. So, Schweinchen, dick. Komm mal her. Komm. Ab. Aua. So, komm mal hier runter. Komm jetzt mal... Oh. Immer diese ignoranten, blöden Drecksschweine. Die haben echt ein sauartiges Verhalten. So. Dann kommst du jetzt wenigstens mit. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Kleines Schweinchen. Ja, komm. Ja, komm. Komm, jetzt mach. Ich habe den ganzen Tag Zeit. Da klingelt schon wieder. Ich muss mal gerade gucken hier, was da los ist hier. Auf einmal schreiben mir Leute. Ist ja so, als hätte ich Freunde. Kann ja gar nicht sein. So, komm jetzt mal hier hoch. Genau, super. Du machst das schon total gut für jemanden, der sonst gar nicht laufen könnte. Zumindest nicht auf dem Grill. So, kommst du hier rein? Komm. So, und dann schnell abhauen. Zack. So, jetzt ist das andere Schwein tatsächlich da hochgeklettert. Dann können wir das auch mitnehmen. Na komm. Na komm. Na komm. So. Kommst du mit? Sehr gut. Du musst nur einmal über die Brücke, dann sind wir schon quasi da. So. Schweini, 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 Schweini. So. 2 Meter noch, dann zack. Kommst du kurz mit hier? Einmal kurz reinkommen. Hallo. Genau, einmal hier rein. Ey. Geht's noch? Komm mal mit. Komm mal mit hier rein. So, jetzt muss ich mich hier irgendwie geschickt stellen. So. So, jetzt haben wir zumindest mal 2 Schweine. Das ist schon mal ziemlich geil.
Kühe wären jetzt noch angebracht, aber ich mache erstmal das Feld. Weil das missfällt mir so, dass das, toll. Alter, ich bin... Oh. Manchmal zweifle ich echt an meiner selbst. So, davon soll jetzt aber gar nicht die Rede sein. Wir machen jetzt hier kurz das Feld voll. Mit Weizen, Körnern, mit Korn quasi. Allerdings nicht der Band. So.